Mein Name ist Lorenz Matzert, ich bin der Gründer von Lokala Infosystems in Berlin. Seit vergangenem Jahr, seit dem Ende des Jahres, bauen wir an dem Projekt A100 VR. Es geht dabei um den Autobahnausbau in Berlin, der Stadtautobahn. Der 16. Bauabschnitt wird derzeit gebaut, der 17. soll im kommenden Jahrzehnt gebaut werden und die Entscheidungen dafür fallen aber in den nächsten Jahren. Und wir wollen aus einer journalistischen Perspektive VR nutzen, um dieses städtebauliche Projekt darzustellen, wie es über die Spree geschlagen wird und dann im Tunnel verschwindet, um fast 1 Kilometer unter einem dicht besiedelten Gebiet gebaut zu werden und dann nach Norden über die Frankfurter Allee führt. Dafür setzen wir auf 3D-Grafik. Wir bauen also kein lineares VR-Stück, keinen Film, sondern wir nutzen eine computergenerierte Umgebung und zeigen an mehreren Stellen, was Leute eigentlich von dem Projekt halten, wie es aussehen wird. Wir lassen Kritiker zu Wort kommen, aber auch Befürworter und werden dann im Sommer diesen Jahres mit dem RBB zusammen das Stück veröffentlichen.